Hi-ho und willkommen zurück bei den lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Pillars of Eternity. So, wir stehen mal wieder vom salzigen Mast. Jupp. Und wollen uns jetzt mal um die Nebenqueste. Kind der fünf Sonnen. Achso, das war das mit Palegina. Klagen der Todesfee war der Leuchtturm, weit weg von zu Hause. Genau das hier. Serial hat das, schlug vor, dass ich mehr bezahle. Die Wachen im Bordell haben wir gesagt, sind mit Bär. Mehr sagte mir. 1000 Pfand, ja, aber ja. Mittlerweile haben wir ja dank der anderen Queste mit den Schlägern den Preis drücken können. Also müssen wir nur die Hälfte bezahlen. Mal sehen, ob wir irgendwie das Amulett aus hier rauskriegen. Und wenn wir das Amulett haben, dann statten wir dem Leuchtturm nochmal einen Besuch ab. Mhm. Good day to you. Gibt es hier jemanden namens Cyril? Ja, den Spruch kennen wir schon. 500 Kupferpfand. Du findest ihr Quartier im oberen Stockwerk. Sie legt eine große Hand auf deine Schulter. Lass dich nicht vor den stämmigen Burschen vor der Tür abschrecken. Sie sollen nur dafür sorgen, dass alle eine schöne Zeit haben. So, 500 Kupferpfand. Das war es hoffentlich wert. Naja, der Typ in der Taverne im reichen Viertel sah ja wenigstens ziemlich reich aus. Wenn er uns alles gibt, was er hat, vielleicht sogar noch einen magischen Gegenstand, hat sich das auf jeden Fall gelohnt, die 500 Kupferpfand. Mhm. So, hey, wir können hier durch. So, wo ist Hagrim? Hm. Du redest mal mit dir. Das Puder verdeckt ihre Augenringe fast und das Rouge liegt sich über ihre zu ausgeprägten Wangenknochen. Trotzdem, Serien ist eine schöne Frau. Sie empfängt dich mit einem Lächeln, das sie geübt haben muss. Hallo Fremder, lass es mich dir etwas bequemer machen. Es ist ziemlich warm hier drin. Das wollte ich eigentlich nicht. Serial sieht dich verwundert an. Schon wieder zurück? Es gibt da etwas, das ich mit dir besprechen muss. Sie fährt dir mit einem geschmeidigen Finger deinen Hals entlang und unter deinen Kinn. Sag mir einfach, was du willst. Wenn du noch jemanden mitbringen möchtest, dann kostet das extra. Dein Freund Tristwin hat mich geschickt. Er braucht dieses Medaillon. Und ich auch. Serial hebt ihr Kinn. Ich habe ihm die Hälfte des Geldes angeboten und er hat es abgelehnt. Sie verschränkt die Arme und umkreist sich mit kurzen, schnellen Schritten. Mit Sicherheit hatte er auch über seinen zerrissenen Clan erzählt. Hat er auch erwähnt, dass ich ihn dahin gebracht habe, wo er heute ist? Ja, hat er. Es tut mir wirklich leid für ihn, aber ich würde alles darauf verwetten, dass er jetzt ein besseres Leben als in Erglandfahrt hat. Ich habe lange gearbeitet, um hier herauszukommen, und ich werde all das nicht aufgeben, nur weil Tristwin plötzlich nostalgisch geworden ist. Ich werde es dir abkaufen. Tristwin hat kein Recht, das von dir zu fordern. Ich werde ihm sagen, dass er dich in Ruhe lassen soll. Sagen wir es mal so. Hagrim als Gentleman können wir eigentlich fast schon mal ausschließen. Und die ist so, hat sowieso zu viel Dreck am Stecken, weil sie ständig Leute ausgenommen hat. Ich werde es dir abkaufen. Sie lacht. Es ist 6000... Pantwert. Wenn du so viel Kleingeld hast, werde ich dir gerne dabei helfen, es auszugeben. Ich hoffe, wir tun das Richtige. 6000 Pant. Serre statt den Münzball hinter der Hand an. Bevor sie sich unter ihr Korsett greift, schaut sie sich kurz wieder an. Dann hält sie ein geschnitztes Andramedaillon und einer Kordel in der Hand und gibt es dir. Sie wiegt den Beutel mit Kupfermütze in den Händen. Morgen schön könnte ich in einem schönen Häuschen im Farnheim sein. Sie wirft einen hoffnungsvollen Blick auf das Medaillon in deiner Hand. Ich werde dir nicht sagen, was du tun oder lassen sollst, aber wenn du das hier Tristwin geben könntest, würde mir das auch viel bedeuten. Ich hoffe, dass sich für ihn zu Hause alle Wünsche erfüllen werden. Sie zieht einen Mondsteinring vom Finger. Bitte nimm das. Bei den Leuten hier hat mir das immer einen Vorteil verschafft, aber in diesem Teil meines Lebens bin ich fertig. Okay, wir haben einen Ring.
Entschlossenheit plus 2. Der macht was? Der macht Konzentration und na, Verteidigung hoch. Das ist schon mal nicht schlecht. Gut. Hm. Ein Attributsring ist sowieso immer gut. Weil Attribute können wir nicht während dem Level absteigern. Leider sind wir da, haben wir dadurch die Hälfte unseres Geldes verloren. Ich hoffe mal, wir kriegen von dem da einen ordentlichen Schadensersatz. Ich wäre mir schon mal wenigstens mit der Hälfte an Kupferpanz zufrieden. So, mal kurz fragen, ob sie sauer auf uns ist. Nein, ich möchte nichts. Auf Wiedersehen. Ich bin froh, wenn ich den salzigen Mast nicht mehr so schnell betreten muss. Ah, ja. So, wir hatten Level Up. Wir haben jetzt eine Paladina. Oder Paladinin. Eine Paladin. Von mir aus auch. Gucken wir doch mal, ob wir jetzt den Leuchtturm schaffen. Wie sieht eigentlich mein Ruf zurzeit so aus? Täuschend 1. Ah ja, weil wir uns mit den Dominals, weil wir die angelogen haben. Wir sind ein Verbündeter von Trutzbucht. Wir sind schwach gut. Täuschend, ehrlich, rational, leidenschaftlich. Ja. Kriegt man leider auch solche Sachen, wenn man das Richtige tun will. Hm? So. Marianische Matrosen, Flüchtlinge. Wir wollen zum Leuchtturm hinab. Dann können wir die Quest nämlich auch abschließen. Ein Matrose. Ah, sie wartet hier in der Nähe des Leuchtturmes auf uns jetzt. Nachdem wir gesagt haben, wir nehmen uns der Sache an. Ich hoffe, das Ding hat nicht zu viele Stockwerke, die voller Geister sind. So, kann mein Wolf die auslösen? Ja, kann er. Oh, und er wird zu mir zurückgeportet. Sehr schön. Okay. Wo ist denn sie? Wow. Erstmal alle auf den da. Du rennst, du zauberst einen Schutz. So. Alof sieht nicht gut aus, weil der wieder von Schatten angegriffen wird. Sie kann ihre Waffe mal boosten. Alof, mach mal einen Feuerball da hinten. Gleich noch einen, solange du das kannst. Du rennst, du heilst Alof. Okay, und Alof ist ausgenockt. Alle anderen halten sich noch recht gut, muss ich sagen. Durenz, kannst du uns mal etwas Luft verschaffen? Okay. Schmelztiegel der Sehne. Okay, mein Fenris ist jetzt ausgefallen.
Oh, wir haben jetzt 4 Punkte bei ihm. Ruf mal Lindwürmer zur Unterstützung. So. Wer ist jetzt? Lindwürmer hat die Gruppe verlassen. Achso. Okay. Ada kann leider nichts Tolles. Sie kann ihre Waffe noch mal im Brand stecken. Das Problem ist, es sind so viele Schatten hier. Ich kann nicht mal die Originale von den Fälschungen unterscheiden. Du hast schon wieder 4. Dann ruf gleich noch mal Leute hier, den Firma. Oh, Hagrim wird ordentlich in die Mangel genommen. So. Ein Lindwurm ist raus. Ne, erstmal die Schatten loswerden, glaube ich. Gerade die schwer verletzten Schatten. Oh. Palegina ist jetzt auch weg. Okay, ich glaube, wir sollten da irgendwas anderes dran machen. Vielleicht uns nicht gerade an der Tür verschanzen, sondern in einer anderen Ecke. Genau, wie wär's mit hier? Hier können wir alle blockieren. Hey. Genau so. Mein Wolf ist wieder zu mir zurückgekehrt, Fenris. Ja. Gut. Du machst dein Schwertchen. Beschwört das innere Feuer des Paladins herauf, wodurch seine ausgerüstete Waffe in Flammen aufgeht oder 1% mehr Verbrennungsschaden bei dem nächsten Angriff zu. Ach so, das ist nur der nächste Angriff. Okay, Durans. Rüstung des Glaubens. Du kannst schon mal einfach einen Feuerball dahin machen. Du kannst auf irgendwas schießen. Kann er auch. So. So, gut. Durans, du setzt jetzt eine Rune dahin. So. Du machst deinen letzten Feuerball. Durans, du machst eine Heilaura. Und jetzt machst du deinen heiligen Glanz. Und du versuchst die Geister vor dir loszuwerden. So, gleich nochmal. Okay. Schatten sind tot. Du rennst nochmal so eine. Du versuchst mal den Schatten wegzuflammen. Sieht schon mal etwas besser aus.
Oh, Hagrim wird gerade wieder runtergeprügelt. Das ist nicht so gut. Durenz kannst du mal Verbot machen, auch wenn ich nicht weiß, ob das noch was bringen könnte. Du machst mal ein paar Lichtwirbel, die helfen, Schatten zu töten. Oh. Durenz, hau am besten noch mal eine Heilung auf dich selber raus. Das ist sowas von Kacke, dass die Schatten, dass man die nicht unterscheiden kann, welches die Originale sind.